Pflanzengeister. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Sendung mit Mr. Rohr und Moritz zum Thema Pflanzengeister. Erstmal schön, dass du da bist, Moritz. Hi. Wir als vegane Prima-Rohköstler ernähren uns überwiegend von frischen Pflanzen. Pflanzen, die noch ihre Lebendigkeit haben. Pflanzen, die noch miteinander kommunizieren. Pflanzen, die noch echte Geistwesen sind. Die Pflanzen existieren in uns in einer höheren Existenzebene weiter. Und wir haben einige beseelte Anteile von ihnen so aufgenommen über die Ernährung. Nun geht es aber um einen anderen Aspekt, und zwar über den Geruch, über quasi das limbische System und andere Möglichkeiten, mit Pflanzen in Kontakt zu treten und von deren Geistern zu profitieren. Deswegen habe ich mir Moritz eingeladen, der viel mit Pflanzenkunde sich beschäftigt und als Phytotherapeut sehr viel Erfahrung schon gesammelt hat mit diversen Geistern aus der Natur. Willst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ganz genau. Nämlich ist heute das Thema Pflanzengeister. Was das genau ist, werdet ihr im Laufe des Videos noch erfahren. Aber ich möchte einfach mal mit dieser Axiom einsteigen, mit dieser Annahme, dass es jetzt Pflanzengeister sind, um ein bisschen anderen Blick auf die Dinge zu ermöglichen. Deswegen fangen wir einfach mal an. Das sind Pflanzengeister. Und diese Pflanzengeister haben auch bestimmte Auswirkungen auf uns. Jeder kennt es, wenn man in der Natur ist, wo sich viele Pflanzen aufhalten, also auch Pflanzengeister, dann nimmt man so ein bisschen den Charakteristika dieser Pflanzen an. Man ist ruhig, man nimmt alles an, man wertet nicht gegenüber den anderen Pflanzen, die Pflanzen werten unter sich auch nicht. Es ist einfach man kommt in einen gewissen Zustand, der hier durch dieses Bild wunderbar beschrieben wird. Man ist einfach fokussiert, klar, ruhig, ausgeglichen, entspannt, so wie wir das alle haben möchten und kann optimal nachdenken, seine Entscheidungen treffen. Man ist praktisch von den Geistern um einen herum so beeinflusst worden, dass es einem einfach gut geht. Das ist jetzt durch Pflanzenmedizin Shinrin Yoko aus Japan auch wissenschaftlich mit Studien belegt. Das heißt, Stresshormone gehen runter, das Schmerzmittel kann reduziert werden, wenn man in der Natur ist. Man fühlt sich akzeptiert, angenommen und beseelt. Wunderbar. Ja, das kommt ja auch schon allein von dem Sehen des Grüns, aber es hat auch was mit einer feinstofflicheren Ebene zu tun. Wir können das zwar auch durch solche Sachen definieren, wie zum Beispiel, wenn man grün sieht, geht der Stresslevel runter, wie es auch in diesem Waldmedizinbuch beschrieben wird. Oder auch, wenn wir bestimmte Pflanzengeister einatmen, geht es uns besser. Aber dazu kommen wir jetzt. Und die Pflanzengeister kommunizieren nicht nur mit uns Menschen, sondern sie kommunizieren auch untereinander, die Pflanzengeister. Wie kommunizieren denn die Pflanzen über ihre Geister? Und so tun sie sich auch gegenseitig melden, beispielsweise, hey, da kommt ein Schädling, bereite dich so und so vor, tu das und das produzieren. Was weiß ich, da vorne ist ein Platz Sonne, da könnten wir sehr gut unser Zeug hinbringen, unsere Samen. So können die untereinander kommunizieren und sich tatsächlich in einem Ökosystem gegenseitig stärken. Sprich, dieser Baum hier ist sehr, sehr viel stärker mit all diesen Bäumen drumherum, als wenn er da alleine stehen würde. Richtig. Clemens Arey hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, der Biophilia-Effekt. In diesem Buch beschreibt er beispielsweise auch, dass mittlerweile 30.000 Pflanzenvokabeln bekannt sind, sogenannte Terpene, mit denen die Pflanzen kommunizieren. Wie gesagt, der eine Baum wird vom Borkenkäfer befallen und warnt die anderen über Duftstoffe, auf die wir heute zu sprechen kommen. Ja, genau. Und diese Pflanzengeister, bei denen wir ja bleiben wollten, die kommunizieren nicht nur mit untereinander, also zwischen Pflanze und Pflanze und Menschenpflanze, sondern auch zwischen Tier und Pflanze, denn es sind auch, jetzt kommen wir zur Lösung des Geheimnisses, Hormone der Pflanze. Die Pflanzengeister sind ätherische Öle. Genau, es sind die sekundären Pflanzenstoffe, die in der Literatur fälschlicherweise als sekundär eingestuft werden. Wir haben mehr als 200.000 davon mittlerweile identifiziert und sie machen überwiegend ganz viele Arbeit im menschlichen Körper, die mit Kommunikation, die mit Verbinden und die mit verschiedenen Stoffwechselprozessen zu tun haben. Darauf werden wir jetzt mal genau eingehen. Denn was sind denn diese Chemikalien letztendlich, die in der Luft sind? Ja, wie gesagt, man nennt sie ja sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt aber sogar den Spruch, die sekundären Pflanzenstoffe sind die Vitamine und Minerale des 21. Jahrhunderts, weil sie einfach so ein Potenzial bergen. Man muss sich ja das vor Augen führen, man hat nicht irgendwie gesagt, okay, das sind Vitamine aus irgendeinem Grund, sondern man hat einfach die rausgesucht. Theoretisch hätten auch irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe zu Vitaminen erklärt werden können. Ja. Vitamin ist nur eine Einteilung, Begriff, der von der Wissenschaft gemacht wurde. Aber wer sagt mir jetzt, dass ich die sekundären Pflanzenstoffe nicht brauche unbedingt, aber Vitamin E ist super wichtig. Das kann man nicht so gegenseitig ausschließen. Ja? Das eine bedingt das andere. So ist es zum Beispiel so, dass mit manchen ätherischen Ölen, wie zum Beispiel mit einem Zitrusöl, Vitamin C viel besser aufgenommen werden kann. Weil wie ist es in der Natur? Jetzt mal so ein Beispiel, das klassische Beispiel, Vitamin C, Zitrone. Gell? In der Zitrone ist außenrum eine riesige Schale, die eigentlich vollgesogen ist mit dem ätherischen Öl der Zitrone.
Also deswegen helfen diese Zitrusfruchtöle auch so gut, das Vitamin C aufzunehmen. Weil wenn ich das gleichzeitig konsumiere, hilft es praktisch, ist es wie eine Vorbereitung meiner Zellen, mehr Vitamin C aufnehmen zu können und es besser verwerten zu können. Super, diese sekundären Pflanzenstoffe arbeiten ganz exakt auch wirklich detailliert mit unserem Immunsystem zusammen. Das heißt, sie sind immunregulatorisch am Werk. Das heißt, wenn wir in der Waldluft diesen Heiltrunk einatmen, wie Clemens Ahlbey sagt, dann nehmen wir ganz viele Stoffe auf, die anfangen jetzt unser Immunsystem zu stärken oder die ganz bestimmte Killerzellen steigern oder die beispielsweise dabei helfen, ganz bestimmte Viren, Bakterien oder Parasiten abzutöten. Also es ist ein Riesenspektrum da, was uns an sekundären Pflanzenstoffe damit als sage ich mal, kleine Pflanzenessenzen zur Verfügung gestellt wird. Ja, genau. Deswegen, jetzt war mir ja wichtig, dieser Begriff Pflanzengeister. Wieso wollte ich jetzt am Anfang den Begriff Pflanzengeister integrieren? Ganz einfach deswegen, weil der Mensch hat diese Pflanzengeister rationalisiert. Er hat es geschafft zu sehen, okay, was ist Jack denn eigentlich hinter diesen Pflanzengeistern? Eigentlich sind es grobstofflich gesehen nur Alkohole, also verschiedene Alkoholverbindungen, die dann eben duften oder nicht duften und so weiter. Diese haben aber bestimmte Einflüsse auf uns. Und zwar ist dann der Mensch einfach auf die Idee gekommen, naja, das und das riecht gut von was weiß ich, dann nehmen wir eins raus aus Zitrone, weil diese, da gibt es ja in einem ätherischen Öl, wenn ich jetzt mal so eine ganze Pflanze nehme, wie zum Beispiel das Zedernholz, ja, dann habe ich ja eine ganze Bandbreite von diesen Alkoholen. Das eine ist extrem viel drin, beispielsweise Terpene sind sehr, sehr viel drin. Ja, und dann gibt es andere Bestandteile, die nur sehr, sehr, sehr gering drin sind. Ja. Und das Besondere dabei ist, wenn wir jetzt echte Pflanzen destillieren und daraus die ätherischen Öle gewinnen, dann habe ich eben alles, wenn ich es ordentlich mache, natürlich kann ich es auch so machen, husch, husch, Hauptsache die Geruchsstoffe raus, dann kriege ich auch nicht alles aus der Pflanze. Aber wenn ich mir wirklich Mühe gebe, mich mit der Pflanze beschäftige, schaue, wie ich sie optimal verarbeiten kann, kann ich eben dieses gesamte Wirkspektrum der Pflanze, den gesamten Pflanzengeist rausfiltrieren und praktisch meinen eigenen Flaschengeist kreieren. Ja? Fantastisch. Kurz nochmal auf dieses reduktionistische Weltbild. Wir als Menschen versuchen mal wieder, es besser zu machen als die Natur. Wir extrahieren hier, dort etc., mischen das zusammen und meinen, die intelligenteste Firma, die seit Jahrmillionen den Planet managt, übertoppen zu können. Und das ist halt wieder ein Anspruch, den wir eigentlich nicht haben sollten. Wenn wir auch einfach mal daran riechen und sehen, wie die Natur das macht und das auf natürliche Art und Weise, da werden wir gleich noch ein bisschen zu kommen, extrahieren, haben wir wieder das Gefühl, mit der Natur in Verbundenheit zu sein. Wir haben es jetzt verstanden. Diese Pflanzengeister sorgen für eine Verbindung, sie sorgen für Austausch, sie sorgen für Kommunikation. Was bedeutet das für uns? Man kennt es als Mensch, man sagt zum Beispiel, deswegen tragen wir auch Parfüme, ich kann den gut riechen oder auch eben nicht. Diese Parfümindustrie ist ja eine Riesenindustrie. Wo, glaubst du, liegt es daran, dass der Mensch das Bedürfnis hat, gute Gerüche zu haben, dass er sich jetzt die ganze Zeit Parfüms drauf schmiert? Ja, ich glaube, das kommt zum einen daher, dass die Leute heutzutage auch durch ihre Ernährung bedingt sehr, sehr stinken und das unbedingt übertünchen wollen. Normalerweise ist es ja so, wenn wir schwitzen, es wird ja auch immer, ich habe neulich mal wieder Fernsehen geguckt, ja, da wird ja auch immer so suggeriert, wir stinken ganz doll und man muss es übertünchen mit Deo oder Parfüm, so in die Richtung. Aber eigentlich, wenn man gesund ist, sollte es ja so sein, dass der Schweiß die richtige Partnerin automatisch anzieht, weil der ja auch wieder Geister oder Alkohole, Pheromone, menschliche Pheromone drin sind, die den Partner anziehen sollten. In dem Moment, wo ich eine gleichaltrige Frau durch meinen leichten Schweißgeruch, natürlich jetzt nicht, wenn ich geschwitzt habe wie ein Ochse, dann stinkt man ein bisschen, aber wenn ich jetzt durch einen leichten Schweißgeruch ja meine Partnerin in meinem Alter abstoße, sollte ich mir eher Gedanken machen, wieso ist das so, was habe ich konsumiert, dass ich so stinke, ja. Und wenn wir dann diese Parfüms drauf machen, das sind eben modifizierte Pflanzengeister. Wie ich schon gesagt habe, eine Pflanze hat sehr, sehr viele Alkohole in verschiedenen Verhältnissen, ein bestimmtes Wirkspektrum, was sich auch unterscheidet, je nachdem, wo die Pflanze gewachsen ist, wie die Pflanze gewachsen ist, unter welchen Sonneneinflüssen und so weiter. Denn diese Alkohole sind ja für die Pflanze auch lebensnotwendig. Beispielsweise dienen sie als Frostschutz, als Schädlingsbekämpfung. Und viele, viele andere, auch als Kommunikationsmittel zwischen Pflanzen, Mensch, Mensch, Pflanze, Pflanze, Pflanze. Ja, also es ist so viel für die Pflanze. Und wir sagen dann einfach, okay, das riecht gut, das riecht gut, das riecht gut. Das tun wir künstlich herstellen, raussuchen und einfach in eine Flasche tun. Dann noch mit verschiedenen Chemikalien. Das Problem dabei ist, wenn wir keine ganzheitlichen, Verteilung dieser Alkohole haben, bleiben diese in unseren Zellen stecken. Deswegen, wenn wir solche künstlichen Hormone oder es sind ja künstliche Pflanzenhormone oder künstlichen Alkohol zu uns nehmen in einfach
ja, das riecht gut, das riecht gut, dann bleibt es an unseren Zellrezeptoren hängen. Nämlich möchte ich euch das zeigen, auf das limbische System kommen wir gleich. Nämlich an diesen Zellrezeptoren. Natürlich gibt es da um die Zelle Millionen und Milliarden von diesen Zellrezeptoren, ja. Das sind wirklich enorm viele, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber wenn ich jetzt so ein Molekül bekomme, ja, von diesem Alkohol, das hängt sich hier fest, aber kann nicht mehr abgelöst werden, es bleibt dran hängen. Und das ist eben sehr, sehr negativ für uns, denn diese ätherischen Öle tun auch für uns hormonell sehr, sehr viel tun. Beispielsweise, wieso werden wir denn im Frühling, wieso ist dann auf einmal wieder so eine aufgereizte Stimmung, die Frauen tragen wieder ein bisschen weniger Kleidung, es ist so ein bisschen diese Flirt-Stimmung, ja, wie das denkt man es auch, Frühlingsgefühle, ja. Das kommt primär davon, dass die Pflanzen aufgehen, auch ihre Sexualhormone wieder rausbringen und das auf den Menschen übertragen wird. Und wenn wir jetzt eben künstliche Sexualhormone oder künstliche Pflanzenhormone oder künstliche Alkohole als im Endeffekt dasselbe an die Zelle ranlassen, ja, tut es unser Hormonsystem beeinflussen. Es tut unseren ganzen Stoffwechsel beeinflussen. Wie gesagt, die Sachen bleiben daran hängen. Unsere Zelle kann nicht mehr so gut kommunizieren. Und wir auch nicht mit den anderen. Ganz genau, wir auch nicht mit den anderen. Denn es läuft ja sehr, sehr viel über nonverbale Kommunikation ab und auch darüber, ob ich jemanden riechen kann. Mhm. Und wenn einer einfach nicht mehr gut riecht, weil seine ganzen Zellen blockiert sind, sein ganzer Hormonhaushalt nicht mehr richtig funktioniert, dann fange ich, genau in dem Moment fange ich eben an zu stinken. Das heißt, Deo ist nicht die Lösung, sondern die Ursache, wieso ich stinke. Richtig. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ich denke, also bin ich, eigentlich sollte es sein, ich höre, also ich, nicht ich höre, sondern ich rieche, also bin ich. Viele sagen auch, das Hören oder das Wort steht an erster Stelle, aber zuerst, wenn man wirklich mal jetzt zurückgeht in der Evolution des Menschen, aber auch des Spermiums und der Eizelle, ist es so, das Spermium riecht die Eizelle. Viele haben sich nämlich gefragt, die Forscher, woher weiß denn das Spermium, das noch gar keine ausgebildeten Sinne hat, tasten, fühlen, sehen, ja, woher weiß denn das, wo die Eizelle ist? Und welchen Duft hat denn diese Eizelle eigentlich? Die Eizelle weiß ich jetzt nicht genau. Kann sein, dass die Eizelle dasselbe ist wie die Gebärmutter. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Gebärmutter soll von dem Geruch her so ähnlich sein wie Rose. Deswegen ist Rose auch so ein beliebtes Öl, denn es hat so ein, einfach so eine Weiblichkeit und so eine Geborgenheit in sich. Und das rührt wahrscheinlich daher, dass es denselben Geruch hat, wie wir damals in der gesunden Gebärmutter erlebt haben. Ganz genau. Also die Kommunikation in unserem Körper geht nicht nur über Nerven, sondern auch über Hormone. Und diese Hormone sind ganz wichtig, beispielsweise auch in der Entstehung oder der Prävention von Krankheiten. Krebszellen zum Beispiel sind gar nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Ganz genau. Die sind gar nicht mehr in der Lage zu kommunizieren, aber sie wollen unbedingt kommunizieren, denn eine Krebszelle hat ungefähr 1000-mal so viel Rezeptoren für Duftstoffe, für ätherische Öle an der Zelle dran, als jede andere normale Zelle. Das heißt, sie wollen praktisch, sie betteln darum, kommunizieren zu dürfen, wieder echt in die Natur zu kommen und sich eben in dieses Ökosystem einzugliedern. Denn wenn wir es uns jetzt mal ganz rational betrachten, wir haben uns eigentlich aus so einem Kommunikationsgeflecht, was sehr, sehr wichtig für uns ist, rausgenommen. Denn das ist ja auch Chronobiologie. Es ist auch in gewissermaßen Chronobiologie, wenn ich rausgehe, mit den Pflanzen kommuniziere, die Pflanzen sagen mir meinem Körper, wie viel Uhr es ist, welche Jahreszeit es ist und so weiter. Und wenn ich mich aus dieser Kommunikation rausnehme, den ganzen Tag im Büro bin, diese Kommunikation nicht mehr abbekomme und sogar noch meinem Körper künstliche, schädliche Kommunikation, die es so niemals gab, im Endeffekt Terrorangriff-Kommunikation, gebe, also Parfüme, Deos, künstliche ätherische Öle auch übrigens, gehört auch dazu, irgendwelche billige ätherischen Öle, die ich aus dem DM kriege, die einfach nur künstlich hergestellt sind, zählen da auch dazu. Lass uns da gleich nochmal ein bisschen differenzieren, wieso gerade diese Öle und kurz nochmal darauf eingehen, dass wir eigentlich ja diese ganze Parfümindustrie uns diese ganzen Schadstoffe mitbringt, die Zellen nicht mehr kommunizieren können und dann so etwas wie Krebs entsteht. Das heißt im Umkehrschluss, ich will jetzt keine Heilversprechen lachen und ich sage, ätherische Öle heilen Krebs, aber im Umkehrschluss müsste es doch dann so sein, wenn die Zelle wieder diese Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt wird, in Form vielleicht von Pflanzengeistern, ja, dann könnte es wieder sein, dass die Zelle anfängt zu genesen. Gibt es da in der Literatur Hinweise auf solche Phänomene? Ja, tatsächlich, da gibt es auch einen sehr guten Forscher, sag ich mal, dazu. Ich weiß jetzt gerade nicht seinen Namen. Ich kriege aber ungefähr jede Woche ein Newsletter von ihm. Wir werden mal den Namen hier einblenden. Und kann man sich in den Newsletter hier unten eintragen? Können wir klar. Er macht super Vorträge über ätherische Öle und so. Er hat auch keinen Schiss jetzt auf YouTube heutzutage. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Krebs heilt. Es gibt aber sehr, sehr viele wissenschaftliche Ausführungen, die sehr, sehr stark darauf hindeuten. Sehr schön gesagt. Ja, genau. Sehr, sehr schön gesagt. Du sagst super. Es. Und jetzt wollen wir aber nochmal darauf zu sprechen kommen, denn an unserer Zelle entstehen ja keine Emotionen. Ja, also dieses Gefühl hier, was ich hier vorne schon beschrieben habe, dieses Naturgefühl kriegen wir ja nicht
ganz einfach nur, weil unsere Zelle angesprochen wird. Das hängt mit unserem limbischen System zusammen und darauf möchte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Schön, erzähl mal, was ist das limbische System? Wie nehmen wir Gerüche überhaupt wahr? Wie kommt es, dass sowas feinstoffig, ätherisch, ja, Äther, wer sich ein bisschen mit der spirituellen oder, sag ich mal, der geistigen Welt beschäftigt hat, der ist dem Begriff Äther schon mal begegnet. Äther ist eigentlich was Feinstoffliches, was wir nicht wahrnehmen können, in dem Sinne, dass wir es direkt sehen oder fühlen oder ertasten können, sondern wir nehmen es auf, ja, wir nehmen es beispielsweise die ätherischen Öle über die Nase auf, aber auch über die Haut und dann gelangen sie in den Körper. Was machen diese ätherischen Öle dann im Körper? Ja, ganz wichtig, sie gehen dann erstmal über den Blutfluss und können sich so innerhalb des schnellsten ätherischen Öles innerhalb von ein paar Sekunden durch den ganzen Körper, die Pfefferminz, die macht man sich hinten auf den Nacken oder an irgendeine dünne Körperstelle und ist innerhalb von 10 bis 20 Sekunden einmal durch den ganzen Körper durch und hat jede Zelle erreicht. Deswegen auch ätherische Öle, sie sind sehr ätherisch und können einfach durch die Zellen durchdiffundieren. Genau. Solange die eben nicht so verklebt und verranzt sind. Aber selbst auf dem Weg nehmen die solche Verklebungen mit, weil du sagtest vorhin, das kann man nicht mehr weghaben, wenn man mit Parfüm sich so mal eingedeckt hat, im wahrsten Wort. Ich kriege jetzt andersrum sogar Kopfschmerzen, wenn ich Parfüm rieche. Das heißt, im Umkehrschluss habe ich die Gifte ausgeleitet und jetzt, wenn die Gifte kommen, wehrt mein Immunsystem durch die ätherischen Öle, unter anderem die Pflanzengeister, das schon wieder ab. Ja, man merkt es richtig, wie dann diese Ablehnung kommt. Ja. Ich kenne das ja selber. Allerdings muss man auch im Umkehrschluss sagen, es ist nicht bei jedem so. Je nachdem, was man gewöhnt ist, ja, hat man das dann, wie gesagt schon, wenn man die ganze Zeit Parfüm hat, wie aus der Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Mhm. Diese künstlichen, chemischen Dämonen, würde ich fast schon sagen, die ich zu mir einlade, die werde ich nicht mehr los. Außer ich arbeite dann natürlich wieder mit den Pflanzengeistern, die kommen dann zu mir und tun dann eben, wie ich schon erzählt habe, durch den Blutfluss jede Zelle erreichen und diese Verklebung dann wieder lösen. Da gibt es dann zwar noch spezielle Öle, das sind speziell die Kräuteröle, die dazu fähig sind. Genau, da gibt es auch eine spezielle Technik, wie man das dann in den Körper einmassiert, um wirklich solche Sachen wieder rauszuholen. Dazu aber wann anders mehr. Mhm. Wir reden jetzt erstmal drüber, wie diese ätherischen Öle unser limbisches System beeinflussen, also unser Emotionszentrum. Zuerst mal, das limbische System ist ein Teil unseres Gehirns und sitzt, ist es im Zwischenhirn zwischen dem Thalamus und dem Hypothalamus, also da sitzt die sitzt dieses limbische System. Mhm. Ganz in der Nähe der Zirbeldrüse, die auch ganz eng zusammenarbeiten, was auch viel mit Erinnerungen und Bildern zu tun hat, die wir bekommen, wenn wir mit diesen Pflanzengeistern arbeiten. Ganz genau und ganz wichtig ist der Knotenpunkt unserer Wahrnehmung. Ja. Um das jetzt nochmal genauer zu erläutern, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt auch Leute, die auf diese ätherischen Öle negativ reagieren, aber das liegt nicht an diesem Öl, dass es irgendwie schlecht ist oder dass es nicht gut riecht. Das ist nämlich eine subjektive Wahrnehmung. Es ist nicht objektiv, ob ein Öl gut riecht oder nicht. Und das liegt eben am limbischen System. Und das limbische System verbindet alle stofflichen Wahrnehmungen, die wir hatten, sehen, schmecken, riechen, hören, all diese Sachen verbindet es mit Erinnerungen. Und beispielsweise, ich kann jetzt Orangenöl gar nicht riechen. Orangenöl geht gar nicht. Ich rieche schon dran und schnauze eigentlich schon den Moritz an, weil er es mir gegeben hat. Was soll denn das, dass du mir sowas eklig in die Hand drückst? Das liegt dann aber nicht an dem Öl oder an mir. Es liegt vielleicht an irgendeiner Erinnerung, die ich mit Orange in Verbindung bringe über mein limbisches System, das dann sofort wieder hochkommt. Und da haben wir eben auch schon das, was du gesagt hast. Ich rieche, also bin ich. Der Geruchssinn ist das, was am meisten mit unserem Unterbewusstsein verbunden ist. Ja? Also wenn wir was riechen, ist ja am meisten so, dass es an uns an irgendwas erinnert. Sehr oft, wir riechen was und wir erinnern uns an was. Wir wissen aber nicht genau an was. Mhm. Und da haben wir eben diese Verknüpfung auch. Das liegt auch daran, weil der Geruchssinn der erste Sinn war, den wir so hatten und so weiter. Und jetzt könnte es beispielsweise sein, ich kann die Orange nicht riechen und es könnte sein, dass ich immer mit meiner Mutter Streit habe und einfach die Erinnerung habe, wie meine Mutter Orangen schneidet. Und dann ist schon die Verknüpfung zu meiner Mutter hergestellt, schlechtes Gefühl, mein Körper will es ablehnen, Orange riecht scheiße. Selbst da kann ich aber wieder die Pflanzengeister zu mir einladen. Ich arbeite mit Orange dann vielleicht zum Beispiel über die Füße. Ganz ja, genau. Wo wir in der Natur auch die ätherischen Öle aufnehmen. Sobald wir über eine Wiese gehen, da sind ja unendlich viele Heilkräuter, da sind Blüten, Pollen etc. Das geht über die Fußsohle in den Körper. Das heißt, wenn wir wieder auf natürliche Art und Weise uns rückverbinden wollen, ist das die Möglichkeit. Ja, ganz genau, das ist die Möglichkeit. Und vor allen Dingen ist es auch die Möglichkeit, wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet, in seinem Unterbewusstsein aufzuräumen. Mhm. Denn umso mehr ätherische Öle ich verwende und umso mehr ich mit Pflanzengeistern arbeite, desto mehr wird mein limbisches System getriggert und eben verschiedene Sachen, die mir um mein Unterbewusstsein schlummern, hochgeholt und bearbeitet, ohne dass ich da aktiv unbedingt was dazu beitrage. Wie du schon gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, wenn ich ein Öl nicht riechen kann, es über die Füße aufzunehmen. Dann passiert nämlich Folgendes, es geht auch in meinen Blutkreislauf, arbeitet in meinem Körper und dieses Traumata, was ich unterbewusst habe, wird aus meinem Körper mehr oder weniger ausgeschleust mit der Zeit, dadurch, dass
dieses Öl mit mir arbeitet und mir eigentlich zeigt, ich bin da, es ist nicht so schlimm, es liegt gar nicht an mir. Mhm. Genau, und deswegen sind die Füße da auch ein wunderbarer Punkt, wie du das schon dafür sagst, denn am Fuß haben wir auch, es ist ein Spiegelpunkt des Körpers, am Punkt haben wir Meridianpunkte für jeden einzelnen Punkt des Körpers, sogenannte Fußreflexzonen, da kann man auch mal online einfach Fußreflexzonentherapie, und wenn man dann beispielsweise mit ätherischen Ölen ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Teil des Körpers bearbeiten will, kann ich das alles über die Füße machen, indem ich das genau da punktuell einmassiere und einreibe. Fantastisch. Und da gibt es wirklich wunderbare Effekte, auch ein Kollege von uns, der liebe Jörg, hi Jörg, falls du das Video guckst, hat auch davon berichtet, der hat sich auch nämlich die ätherischen Öle von Young Living über mich geholt und der hat Fußmassagen im Ashram machen lassen. Einmal mit ätherischem Öl und einmal ohne ätherisches Öl. Also anfangs ohne ätherisches Öl, hat er gemeint, es war auch schon gut, das war so eine, ich weiß nicht, spezielle Yogi-Massage, glaube ich. Meint, das war schon sehr beeindruckend. Dann hat er es mit den ätherischen Ölen gemacht und er hat gemeint, es hat viel stärker gewirkt auf ihn. Es war einfach viel intensiver, die Information, es war wie ein Informationsträger, dieses Öl, dass die Information dieser Massage besser in deinen Körper geleitet hat. Und dann wieder ohne Öl und er hat diese Effekte nicht mehr gehabt. Und das liegt eben auch daran, dass diese ätherischen Öle über die Füße so gut aufgenommen werden mit diesen Reflexzonen und so weiter. Sehr schön. Du bist jetzt schon beim ersten Punkt gelandet, wie man mit den Ölen, mit den Pflanzengeistern arbeiten kann. Ein wunderbarer Weg ist, sie in den Alltag zu integrieren. Wir können sie auch tatsächlich trinken. Ja. Wir können uns damit einreiben. Wir können sie einfach in unsere Aura aufnehmen. Wir können sie im Raum diffundieren. Wir haben unzählige Möglichkeiten. Um nochmal zusammenzufassen, was wir in den letzten Wochen auch gelernt haben. Wir kamen vom Thema Luft, Luftreinigung und jetzt zum Thema Luftdüfte. Darüber, wie wir unsere Raumluftqualität verbessern können, wie wir die Atmosphäre, und jetzt versteht ihr, dass wir Atmosphäre ganz anders deuten können und wie wir das verbessern können. Und da haben diese Öle in unserem Alltag einen großen Platz eingenommen. Und deswegen ist mir die Sendung nochmal persönlich ganz wichtig, weil wir arbeiten eigentlich ständig mit diesen Pflanzengeistern. Ja, eigentlich seit 2 Jahren benutzen wir die jeden Tag. Ich bin ja immer da so ein bisschen zurückhaltend, ich spreche nicht so gerne vor der Kamera. Stimmt, drüber. Ich musste dich quasi für dieses Video mal wieder überzeugen und sagen, lass mal wieder mal viele Öle machen. Ja, also ich muss auch sagen, das ist wirklich ein sehr persönliches Thema für mich, wo ich selber sehr, sehr tief drin hänge, wo ich mich sehr, sehr viel mit beschäftige. Und vielleicht kann ich deswegen auch nicht unbedingt so gut mit Kritik darüber, was heißt Kritik? Es ist ja, konstruktive Kritik ist immer okay, aber mit Beleidigungen über dieses Thema umgehen und kann das nicht so abhaben, ich möchte lernen, in meiner heilen ätherischen Ölewelt leben. Ja, genau. Und genau, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt. Ich hoffe, dieser Punkt ist jetzt gut verstanden, dass das eben, dass diese Geister sehr gut auch in unserem Geist arbeiten und eben unseren Geist auch aufklären. Und umso mehr wir uns eben von diesem Natureinheitsgeist, in dem wir uns befinden sollten, in der Natur entfernen, desto mehr geht es auch unserem Geist schlecht. Und deswegen helfen uns oft Geister in der Flasche auch. Ein wichtiger Punkt, der mir noch gerade einfällt. Ich habe viele Frauen, die haben einen Östrogenüberschuss und Progesteronmangel. Da sind wir bei dem Thema Sexualhormone, Libido, Lustempfinden, aber auch Fruchtbarkeit. Und wir haben festgestellt, also das muss ich auch als Erfahrungswert einfach sagen, ich hatte jetzt mehrere Frauen dabei betreut, Fruchtbarkeit zu entwickeln und eine Schwangerschaft einzuleiten. Und die haben ein Öl bekommen, PPP, über das Moritz uns gleich was erzählen wird. Und auf einmal prompt, größeres Lustempfinden, viel ausbalancierter, viel entspannter, mehr der archetypisch weibliche Pol konnte gelebt werden. Ja, ganz wichtig, die Frauen sollen Frauen sein und bleiben. Und diese archetypische Energie ist ganz, ganz wichtig für die Heilung der Erde. Was hat es mit diesem PPP auf sich? Dieses PPP ist folgendes, Jamswurzel. Jeder kennt es, bei den meisten Frauen ist es heutzutage so, auch durch zu viel Phytoöstrogene und verschiedene andere Sachen wie Parfüm und so, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, die den Hormonhaushalt beeinflussen, haben die Frauen zu viel Östrogen. Mhm. Keine Lust auf Sex, also keine Libido, sind oft gereizt, ihnen ist heiß, sie werden so aufgedunsen. Das kennt man auch von Leuten, die eventuell auch männlich sind und weibliche Hormone nehmen, die werden dann auch so aufgedunsen, weil da oft hauptsächlich Östrogen drin ist. Mhm. Aber das andere Teil der Weiblichkeit, des Progesteron, wird eigentlich gar nicht gesehen. Das Wichtige ist, dass diese beiden Hormone immer im Gleichgewicht sind. Und sobald diese Hormone nicht im Gleichgewicht sind, geht es der Frau nicht so gut. Und dann ist es optimal noch, wenn diese Hormone im Gleichgewicht sind und genug davon da ist. Dann sagt man, dann strahlt die Blüte der Frau, sagt man so schön. Dann erblüht die Weiblichkeit. Das Progesteron ist allerdings heutzutage ein Thema, ein Mangel. Deswegen gibt es auch oft Regelbeschwerden. Das hat auch oft was mit Progesteronmangel zu tun. Und dieses Progesteron ist auch schon natürlich in der Jamswurzel enthalten.
Wer kennt's, es gibt auch Jamswurzelkapseln. Mhm. Allerdings nicht annähernd so effektiv, denn es ist ähnlich wie mit Melatonin. Melatonin wird über die Haut sehr, sehr gut aufgenommen und ich kann die ganze Nacht davon profitieren. Wenn ich es allerdings oral einnehme, ist es innerhalb von einer Stunde über die Leber verstoffwechselt. Ähnlich ist es mit Progesteron aus der Jamswurzel. Wenn ich es oral einnehme, ist es innerhalb von 2 Stunden verstoffwechselt und ich habe nichts mehr davon. Ja. Über die Haut, über eine Essenz, es ist nicht direkt ein ätherisches Öl, es ist eine Essenz mit ätherischen Ölen, wirkt es auf dünnen Hautstellen bis zu 6 Stunden oder 8 Stunden. So kann ich bis mit 2 oder 3 Mal am Tag auftragen, kontinuierlich mein Progesteron-Level verbessern, somit mein Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen. Und dann kann ich eventuell noch, wenn ich das möchte, mit anderen östrogenunterstützenden Ölen nacharbeiten, dass mein Östrogenhaushalt auch automatisch ausgeglichen wird, meine beiden Östrogen und Progesteron nach oben schieben, ins Gleichgewicht bringen und somit meine Weiblichkeit erstrahlen lassen. Fantastisch. Also, was heute alles uns für Möglichkeit gegeben wird, ihr seht ja, mit ätherischen Ölen, die eigentlich erstmal nach nichts, man sieht sie nicht, was für einen Effekt sie wirklich haben. Wir als Menschen, die uns so stark von der Natur distanziert haben, die eigentlich nur noch 90% unserer Tageszeit in geschlossenen Räumen sind, Büros, zu Hause, Fahrstuhl etc., überall dort gasen genau die falschen Giftstoffe aus, nämlich genau die östrogenlastigen oder östrogendominanten, und die führen zu einem ganz starken Ungleichgewicht. Deswegen lade ich euch ein, kommt mit diesen Pflanzengeistern in Kontakt. Wir werden hier am 7.7. in der Rokosterie einen Pflanzengeisterabend veranstalten. Genau. Könnt ihr einfach kostenlos vorbeikommen und könnt euch mal einfach beduften lassen und von den Pflanzengeistern begeistern lassen. Das ist kostenlos, wer das möchte, kann vorbeikommen und sich das einfach mal ausprobieren, damit in Kontakt kommen, denn wir können jetzt viel erzählen, ja, aber mit Geistern in Kontakt zu kommen, ist immer noch mal was anderes. Das, genau. Dann möchte ich jetzt noch zu meinem letzten Punkt kommen. Mhm. Genau, noch eine Sache, nämlich die ätherischen Öle machen nicht nur das, dass sie diese Zellrezeptoren von künstlichen frei machen und so, sondern sie können wie Medikamente ganz bestimmte Sachen triggern. Denn was machen denn Medikamente? Medikamente suchen sich einen Stoffwechselweg aus und schauen dann, okay, was läuft an dieser Stelle schief? Mhm. Diesen Stoffwechselprozess möchte ich nicht haben, beispielsweise der eine Entzündung verursacht, obwohl der eigentlich wichtig wäre, aber darüber denken wir Medizin nicht nach. Dann tun wir einen Stoff hin, der diese Reaktionskette unterbricht und das Problem ist an für sich gelöst. Auch wieder selbes, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, verklebt auch die Zellrezeptoren und so weiter. Bis zum Ersten Weltkrieg waren ätherische Öle die Hauptmedizin in Deutschland, Frankreich und England. Das waren auch die Hauptländer für ätherische Öle um die Zeit. Die ätherischen Öle haben aber noch eine viel längere Geschichte, die bis ins alte Ägypten zurückgeht. Und Jesus selbst, und in der Bibel gibt es ganz viele Berichte, habe ich gerade wieder gelesen, wie auch in den Tempeln mit Ölen gearbeitet wurde. Oder es wurde damit gesalbt, es wurde balsamiert. Da waren hochwertige ätherische Öle dabei, die ganz bestimmte Effekte bis zu wirklichen Wunderheilungen damals erzeugen konnten. Ja, genau. Und so ist es auch so, es gibt auch bei Young Living übrigens ein Bibel-Set, genau. Da sind alle Öle drin, die in der Bibel vorkamen, also die in der Bibel erwähnt werden. Leider ist es so, früher waren da 12 Öle drin, mittlerweile sind es nur noch 10, weil 2 Stück einfach unter Naturschutz gestellt wurden. Oh Wunder, oh Wunder. Genau, aber jetzt nochmal dazu zurückzukommen, beispielsweise, wie kann denn jetzt, fragen mich viele, wie kann jetzt Stress Away auf meinen Stress wirken oder wie kann Dorado Azul auf meine Lungen wirken? Das liegt einfach daran, dass diese verschiedenen, das sind praktisch Botenstoffe auch, sie bringen Informationen an die Zelle und triggern die Zelle dazu, bestimmte Sachen zu verursachen. So ist es zum Beispiel so, ich möchte jetzt nicht zu genau darüber sprechen wir an diesem Abend, wo ihr kommt, da darf ich euch nämlich alles erzählen, hier vor der Kamera darf ich euch nicht alles erzählen, aber jeder weiß es, wer Lavendel riecht, wird müde. Ist auch so und das ist eben dieser Effekt, wenn das Lavendelöl da hinkommt, triggert es die Zelle, beispielsweise, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Vorgang ist, aber das ist jetzt eine Theorie von mir, könnte die Zelle triggern, Melatonin auszuschütten, man wird auf jeden Fall müde, das ist ja ein Fakt, den weiß jeder. Anders ist es hier, zum Beispiel Stress Away senkt, oder ich will dazu nicht sagen, also Pflanzengeister haben die Möglichkeit, Stresshormone zu senken, das heißt, sie geben der Zelle einen Impuls, hey, Noradrenalin und Cortisol bitte reduzieren, und Parasympathikus anschalten. Ja? Genau. Und dann komme ich jetzt noch zum letzten Punkt, der mir extrem wichtig ist, nämlich unseren Freund mit dem grünen Kanister, den wir ja oft in der Sendung haben, der uns viel kaputt macht, so auch die Pflanzengeister. Denn wenn wir jetzt Kulturgemüse haben, da sind die Pflanzengeister sowieso auch schon sehr rausgezüchtet. Ein kleines Beispiel, Rucola immer weniger bitter, die Grapefruit auch immer weniger bitter, das sind alles ätherische Öle, die da verloren gehen.
Und von unserem normalen Kulturgemüse brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Beispielsweise der Eisbergsalat, ich glaube nicht, dass der noch irgendwie, der schmeckt ja auch nach nichts, der ist einfach nur Wasser. Genau. Und die ätherischen Öle sind eben auch sehr geschmacksgebend. Genau. Alle Kräuter, wieso schmecken denn Kräuter überhaupt so divers? Ja? Ganz einfach, weil sie so viele unterschiedliche ätherische Öle ausbilden. Ganz genau. Und in dem Moment, wo ich das eben besprühe, nehme ich der Pflanze die Aufgabe, sich selbst zu schützen vor Schädlingen. Und somit werden eben auch weniger ätherische Öle produziert. Und deswegen empfehle ich eben auch auf die Pflanzen, also auf die, wie nennt man das, Flaschengeister von Young Living zu setzen. Denn die sorgen eben dafür, dass es eben nicht gespritzt wird, dass ursprüngliches Saatgut verwendet wird, dass es auf ursprünglichem Boden gezüchtet wird. Alle Farmen von ihnen sind in eigener Hand, sprich, sie haben eine Kontrolle darüber, wie diese Pflanzen angebaut werden. Alle anderen ätherischen Ölfirmen tun diese ätherischen Öle auf dem Weltmarkt einkaufen, da weiß ich auch nicht. Ist es vielleicht aus gerodeten Wäldern? Ist es schlecht angebaut? Wurden da Pestizide verwendet? Wie wurden die Arbeiter behandelt? Und das ist eben bei Young Living anders, sodass ich wirklich den reinen Pflanzengeist in die Flasche bekomme, ohne eben noch die Einflüsse von Arbeitsmisshandlungen, von Pestiziden und so weiter, die sich alle auf dieses ätherische Öl auswirken. Denn es ist ja eben was sehr Feinstoffliches, deswegen merkt man da drin eben auch sehr schnell, wenn da eben Ungereimtheiten waren, wie beispielsweise, wie ich schon gesagt habe, Pestizide, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter. Nicht nur das, sogar auch das Destillationsverfahren von Young Living ist ein ganz spezielles, was Gary Young entwickelt hat, das wirklich den ganzen Pflanzengeist einschließt, aushüllt und holistisch nutzt. Bei anderen wird es ja wirklich rein nach Wirkstoffen eine bestimmte Temperatur eingestellt. Ich will den Wirkstoff Insulin, ich will den Wirkstoff. Gary Young hat sich da wirklich auf das... Es geht ja nicht mal da meistens um den Wirkstoff, sondern es geht darum, den Duft. Das eben, es soll halt nach Zypresse riechen. Nur mal so als Beispiel... ich weiß nicht, ob es Zypresse oder Zedernholz war. Auf jeden Fall bei Young Living wird Zedernholz 24 Stunden destilliert. Ja, bei anderen Firmen teilweise nur 1 bis 2 Stunden. Da sieht man schon, wie diese Verfahren unterschiedlich sein können. Und da sieht man eben auch dran, diese, wo ich vorhin schon von gesprochen habe, diese Verteilung der Alkohole, wie viel Prozent was enthalten ist, ist eben sehr, sehr wichtig, dass man da das ganze Wirkspektrum rausholt, weil nur 1% von diesem einen kleinen Ding unten kann schon das ausmachen, dass es eben so wirkt oder anders wirkt. Fantastisch. Also das hat extreme Auswirkungen auf das Öl am Ende. Gut, dass es nochmal ansprichst, weil in unserem Kanal geht es wirklich darum, immer euch die Sachen hervorzuheben, die in dem Gesundheitsmarkt, im Irrgarten von 1000 Gesundheitspräparaten, Technologien etc. herausstechen. Das, was er gerade über Young Living erklärt hat, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Falls ich es nicht richtig verstanden habe, hier nochmal. Also es kann sein, dass der Duft ähnlich riecht wie hier, wenn ihr ein Zedernölfläschchen für... Ah, das ist ja auch schon das Ding. Jeder, mit dem ich jetzt schon gesprochen habe, ja, aber die sind doch so teuer. Die sind gar nicht viel teurer. Nein. Also es ist nicht teurer, großartig, ja. Aber die Qualität, die ich dafür mehr bekomme, ist so überwältigend, dass jeder Einzelne merken kann, wenn er ein Zedernholz hiervon nimmt und ein Zedernholz von... Sucht euch aus von was, ja. Dann merkt ihr einfach, dass das hier besser ist. Ganz genau. Genauso mit Zitronen und allen anderen. Also wer das wirklich mal in direkten Vergleich hat, merkt es auch. Und selbst wenn es nicht merkt, sollte ich bewusst sein, ein Duftöl ist nicht das gleiche wie ein Wirköl. Ja? Das wirkt und duftet und es gibt manche, die duften und wirken ganz, ganz minimal, wenn überhaupt. Das heißt, ihr könnt sogar über den Duft, über den Geruchssinn, heutzutage werden wir dem Duft und Geruchssinn wieder getäuscht. Genauso wie bei vielen anderen Sachen. Viel Schein und Sein, ja, Superfood, toll, hier Green Trio, mein Lieblings, mit ganz viel Chlorella oder im Supermarkt, da ist Acai drin und dann nehmen wir 0,003% Acai. Und genauso ist es mit den ätherischen Ölen, die wir auf den Supermarkt bekommen. Deswegen achtet auf die Qualität, es ist ganz wichtig, geht mit dem Pflanzengeist in Kontakt, kommt zu unserer nächsten Veranstaltung und du noch vielleicht ein abschließendes Wort. Ich möchte gerne meine Leidenschaft einfach bei diesem Abend rüberbringen. Wer Interesse hat, kommt gerne vorbei, ich freue mich, gell? Und wir werden einfach zusammen mit den Pflanzen kommunizieren. Ganz genau. Es wird ein spannender Abend. Er ist kostenlos, Leute. Kommt einfach vorbei, mal wieder zusammensetzen, ein bisschen was trinken und essen. Wir freuen uns auf euch, auf die nächste Sendung. Und schön, dass ihr dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet.
Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.